Bei einem Brückeneinsturz in Rio de Janeiro sind am Dienstag mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Ein Mülltransporter fuhr auf einem belebten Highway in eine Fußgängerbrücke. Dadurch brach ein Fußweg ein, auf dem 2 Passanten unterwegs waren. 3 Autos und ein Motorrad wurden getroffen. Behördenangaben zufolge war der Anhänger des Müllautos deutlich höher als die erlaubten 4,50 Meter. Stundenlang versuchten Rettungskräfte, eingeschlossene Menschen zu befreien. Mindestens 4 Verletzte wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Warum der zu hohe LKW auf dem Highway unterwegs war, ist bisher nicht bekannt.